Postkartenidylle. Kein Verkehr, nur Vogelgezwitscher. Ist das nicht herrlich, diese Ruhe, diese Einsamkeit? Da kommt der Städter ins Schwärmen. Wir sind im oberbayerischen Ramsau, nicht mal 50 Kilometer Luftlinie von der Millionenstadt München entfernt. 20 Jahre ist es her, da wurde es in Ramsau noch ein bisschen ruhiger. Das, was da hinten ein Loch ist, das war einmal ein riesen Gasthaus etc. Das, also wenn Sie da drüber schauen jetzt. Dann, was ja natürlich relativ ein Mittelpunkt da natürlich war, das war schon klar. Das hat dann aufgehört. Und da war natürlich schon ein Loch. Das ist klar, weil was tust du? Früher war noch eine Raiffeisenbank da, ein Lagerhaus. Da bin ich auch öfters runtergekommen und da sind auch mehrere Personen hergekommen und da war eine Bankfiliale dabei. Da sind auch die Leute dann zusammengekommen. Da haben wir dann halt auch welche getroffen. Oder am Sonntag oder unter der Woche in der Kirche. So war das, ja. Zum Schluss blieb also nur noch die Kirche als Treffpunkt. Ramsau ist da kein Einzelfall. Es gibt Prognosen, nach denen 2030 4 von 5 Deutschen in der Stadt leben. Zurück bleiben die Älteren. Und die schwärmen nicht von der Einsamkeit. Wer nicht mehr so mobil ist, ist direkt betroffen, wenn der Dorfladen fehlt, der Wirt zumacht oder der Landarzt seine Praxis aufgibt. In Ramsau haben sich deshalb die Dorfbewohner zusammengesetzt und die Sache selbst in die Hand genommen. Der Laden wurde wieder aufgemacht als Genossenschaft. Ja, wir haben 178 Mitglieder hier aus dem Ort und es haben auch teilweise die für ihre Kinder Anteile gezeichnet. Also es gibt Familien, die haben tatsächlich 4 Anteile gezeichnet. Das war damals sehr günstig, für 100 Euro. Wenn ich heute die Dorfläden höre, wenn die gründen, dann sind das 250 Euro. Und wir haben aber damals wirklich schon zu kämpfen gehabt teilweise, weil das natürlich auch für die jungen Familien eine Menge Geld war, 100 Euro oder dann für einen Partner dann 200 Euro. Jetzt gibt es hier ein reichhaltiges Angebot. Viel Frisches und Waren aus der Region. Und Geschäftsführerin Monika Peckmann stellt sich an den Herd, bietet einen Mittagstisch an. Gerade für manchen älteren Dorfbewohner ein Segen. Wer kocht schon gerne für sich allein? Die Bank konnte man überzeugen, wenigstens den Geldautomaten dazulassen. Sonst hätte es nicht mal Bares gegeben in Ramsau. So erfreulich solche Initiativen sind, die Verbesserung der ländlichen Infrastruktur darf nicht allein Angelegenheit von Bürgerinitiativen sein. Da ist eben auch der Staat gefordert, findet der Sozialverband VDK und konfrontiert die Politiker mit diesem Thema, wie hier im fränkischen Bad Neustadt. Es ist nicht flächendeckend. Es gibt da mal eine gute Idee, da mal ein gutes Beispiel. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass überall gute Lebensbedingungen in Bayern herrschen, weil auch unsere VDK-Mitglieder natürlich auch im ländlichen Bereich leben. Und da wissen wir auch, wo es fehlt. Ein Bio-Tipp habt ihr nicht da, gell? Oh, normal schon. Müssen wir mal schauen. In Ramsau treffen sich die Menschen inzwischen wieder, und zwar nicht nur sonntags in der Kirche. Der Dorfladen ist ein Mittelpunkt im Ort. Hier werden Neuigkeiten ausgetauscht. Einsam ist hier keiner. Das hat sich mal so ergeben, da wir zum Ratschen gekommen haben. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben gesagt, das könnte man eigentlich jeden Dienstag machen, wenn wir zum Einkaufen gingen. Eine halbe Stunde schnell einen Kaffeeklatsch machen. Das ist jetzt unser Stammtisch, Dienstagsstammtisch. Und den haben wir jetzt ja einige Jahre schon. Es ist ja wirklich schön auf dem Land. Aber zur Lebensqualität gehört auch, dass man hier auch alt werden kann. Gut versorgt und in aller Ruhe. Und dass jeder selbst bestimmen kann, ob und wann er mal einsam sein will.